Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Episode Nico verarscht Missgeburt. Ist in Ordnung. Bevor das Video losgeht, muss ich sagen, ich habe letztens auf einem Kanal Informationen mitbekommen. Wenn ihr zum Beispiel euch was merken wollt oder euch erinnern wollt, ob ihr was erledigt habt, ja, dann könnt ihr in dem Moment, in dem ihr die Tätigkeit ausführt, sagen, dass ihr sie ausführt. Dann kann sich das Gehirn besser speichern, was ihr gemacht habt, ja. Ist sehr hilfreich, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, ja. Ja, Mann. Moment mal kurz. Habe ich mir gestern Abend einen runtergeholt? Nee, nur ganz kurz, ich wollte mir jetzt nur kurz noch einen runterholen, gell. Bis später, ciao. Würde ich sagen, hole ich mir jetzt einen runter, oder? Mein alter Julian Bam hat sich in meinem neuen Video gestern ist wieder der klassische Fall von Scheiße eingetreten. Bin dann in meine Abo-Box gegangen, ja, und hab dann gesehen, ja, viele neue Kanäle, neue Drecksvideos hochgeladen. Und ich wusste schon, alles klar, bei so vielen neuen Videos ruft die Episode Nico verarscht YouTuber geradezu. Naja, ich habe mir dann das neue Video von Julian angeguckt. Kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, schaut bitte nicht vorbei, der Typ ist... Lass mal. Ich habe mich dann eigentlich auf ein qualitativ hochwertiges Video eigentlich eingestellt, weil das kann man schon mal von ihm erwarten. Naja. Nee, war alles in Ordnung gewesen. Video war jetzt scheiße wie immer eigentlich. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, es ist wirklich alles in Ordnung? Und wie aus dem Nichts, ja? Wie aus dem Plötzlichen überflutet euch einen Berg voll Scheiße. Sehe ich absolut. Nee. Zum Erstgespräch, das muss einfach mal raus. Klar. Wenn du einen Tag in einer Regenschauer wärst, welcher wäre, was würdest du drehen? Guten Morgen! Ja. Warum will der denn Bibis Beauty Palace? Nee, jetzt ist wirklich völlig... Julian, ich meine, das ist kein Problem. Ich meine, bei jedem ist es mal so, dass mal jetzt ein Witz wirklich komplett in die Hose geht. Das ist, würde ich sagen, auch schon einigen anderen mal passiert. Wie der Name Kartoffelsalat eben sagt, bricht dort ein Zombie-Virus aus. Ich drehe gerade! Verstanden? Keine weiteren Stimmen. Mir hat jemand eine Frage gestellt und zwar: Hey Nico, wenn du einen Tag lang ein anderer YouTuber wärst, wer wäre das? Was würdest du für ein Video drehen? Jetzt mit Sound! Danke fürs Zuschauen, Leute! Lasst doch einfach einen Daumen nach oben! Die Shirin und die Paola, das sind zwei Steroid-Bodybuilder aus Amerika! Die haben in letzter Zeit ihren Führerschein angefangen zu machen. Ich will einfach mal ganz allgemein was dazu sagen. Ich habe nämlich die Shirin gesehen, wie sie dann am Anfang Schwierigkeiten mit der Kupplung hat. Hey Leute, was geht ab? Tschüss! Ich bin super. Dreckskupplung. Nee, Shirin, es ist wirklich in Ordnung. Aber eins sage ich dir. Wenn du jetzt irgendwie, oder wenn es auch irgendjemand anders da draußen gibt, der jetzt in der Theorieprüfung verkacken würde oder sowas, ja? Der Typ wäre ja wirklich das letzte Stück Scheiße und absolut dumm, ja? Einmal durchfliegt, der sei schon blöd, ja? Wenn er jetzt zweimal durchfliegt, der hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Wenn es jetzt wirklich, wenn es überhaupt jemanden gibt, der da dreimal durchgeflogen ist, das wäre einfach das letzte Arschloch, ja? Und viermal... Ich glaube, der Fall ist noch nie eingetreten. Jetzt darf ich nochmal dahin gehen. Zum fünften Mal. Gestern, ich wollte eigentlich pennen gehen und ich habe dann kurz darauf gesehen, Digga, da wurde wieder ein Video von Marcel hochgeladen. Ja? In dem Fall möchte ich euch die folgende Szene einfach mal kurz einblenden. Da gibt es so viele Gerichte irgendwie und wir wollen halt ein bisschen aufräumen, was das Ganze überhaupt ist. Aber es wird kein langweiliges Infovideo, macht euch da keine Sorge, sondern wir werden heute mal ein bisschen... Wartet mal kurz. Was ist denn da los mit dem Visca Bars? Leute... Das wird kein langweiliges Infovideo. Ich bin gespannt, ob diese Aussage der Wahrheit entspricht. Die Aussage entspricht nicht der Wahrheit. Ich will euch ja auch gar nicht mehr weiter auf den Sack gehen. Spaß, es war nur ein Witz, ihr geht mir auf den Sack. Was muss ich eigentlich noch machen? Jungs, verpisst euch! Auf jeden Fall kein Danke fürs Zuschauen, Leute. Es war wirklich ein krass anstrengendes Video. Ew. Schaut auf keinen Fall bei den YouTubern vorbei, die ich euch unten in der Beschreibung verlinkt habe. Auf keinen Fall vorbeischauen. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, lasst jetzt den Daumen nach oben da oder es kracht richtig rein. Schaut im letzten Video vorbei und abonniert und haltet eure Schnauze.